Ein Greenhorn, Englisch für Neuling, ist eine Person, die sich neu in ein Fachgebiet einarbeitet, um ein persönliches Ziel zu erreichen oder in die entsprechende Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Hi, ich bin Saki. Willkommen zu einer neuen Folge meiner Greenhorn-Reihe für Bushcraft-Anfänger. Und in diesem Teil zeige ich dir, wie du dir aus deiner Survival-Plane sogar eine Hängematte improvisieren kannst. Das Einzige, was du dafür brauchst, ist wieder Bandmaterial, diesmal 2 Stück, ordentlich lang und natürlich reißfest. Logisch. Auf geht's! Ja, ich denke, ich habe meine 2 Bäume gefunden, zwischen denen ich meine Hängematte aufspannen will. Diese beiden hier. Und jetzt geht's los! Meine Plane habe ich ausgelegt und dann einmal in der Mitte gefaltet. Natürlich so herum, dass die Plane insgesamt so lang wie möglich ist. Und jetzt brauche ich schon das Bandmaterial. Einmal. Zweimal. Und vergiss nicht, einen Schluck aus der günstigsten Feldflasche der Welt zu nehmen. So, jetzt wird aber weiter gebastelt. So, der erste Schritt ist es, ein Ende zusammenzuraffen. Und dann gehe ich etwa so 20 bis 30 cm nach innen. Ich schätze mal ungefähr so. Und hier, also nach ungefähr 20 bis 30 cm, hier setze ich jetzt das Band an. Und als Knoten verwende ich wieder den Topsegel-Schotsteg, den ich schon in den ganzen anderen Teilen etliche Male gezeigt habe. Dieses Mal ist es jedoch wichtig, dass du am Ende ein ordentlich langes Stück überstehen hast, vielleicht so ungefähr 20 cm, denn damit müssen wir nachher nochmal knoten. Und das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite. Und jetzt brauche ich 2 Hilfsmittel, die ich mir aus der Natur suchen muss. Zwei stabile, kurze Stöcke. Die dürfen nicht zu dünn sein, damit sie nicht so leicht brechen, denn die müssen an meiner Hängematte gleich eine ganze Menge aushalten. Nochmal kontrollieren, dass ich hier alles richtig schön festgezogen habe, dann nehme ich den Stock und lege ihn quasi direkt über mein Bandmaterial und jetzt klappe ich die Hängematte um und jetzt nehme ich das lange Ende und führe es zweimal um die Hängematte und dabei ziehe ich es so richtig fest. Das sollte ordentlich fest sein. Und jetzt brauche ich wieder das freie Ende, von dem ich vorhin gesagt habe, das brauchen wir diesmal etwas später, um noch einen Knoten zu machen. Und zwar macht man hier jetzt nochmal einen Topsegel-Schotsteg.
und zieht dann auch den fest. Ja, und das jetzt auch wieder auf der anderen Seite. Und jetzt kann ich meine Hängematte aufhängen. Aber wie kriege ich mein Hängemattenseil jetzt am Baum befestigt? Tada! Heute lernst du einen neuen Knoten. Und ich zeige ihn dir jetzt erstmal an einem Stöckchen, dann ist das gleich viel einfacher zu verstehen. Ich lege mein Seil hier einmal um das Stöckchen und bin jetzt hier auf der rechten Seite, lege es über Kreuz und ziehe es mir hier durch, sodass ich auf die linke Seite komme. So. Und hier, wo ich es gerade über Kreuz gelegt habe, hier ziehe ich mein Seil jetzt noch einmal durch. So. Und jetzt ziehe ich mir das alles richtig fest. Und das ist dann der sogenannte Webeleinsteg. Wenn ich das Seil hier jetzt einmal komplett durchziehen würde, dann wäre es der pure Webeleinsteg. Und so nennt es sich Webeleinsteg auf Slip. Der Vorteil hiervon ist, man kann ihn später ganz einfach öffnen. Und was du dir jetzt vorstellen musst, ich mache ihn nochmal fest. Ist, dass du das einfach an einem Baumstamm machst, also einfach einmal so hochklappst. Los geht's. Das Seil um den Baum. Ich komme hier von unten, lege es über Kreuz, gehe nochmal um den Baum. Diesmal komme ich von oben und hier, wo ich es gerade über Kreuz gelegt habe, da ziehe ich mein Seil jetzt nochmal doppelt hindurch. Das ist jetzt aber noch nicht alles. Wir machen noch eine Sicherung. Dafür nehme ich hier mein doppelt durchgezogenes Seil und mache einen ganz normalen Knoten hier hinein. Ziehe den aber wieder nicht komplett durch, sondern lasse ihn wieder doppelt, sodass ich ihn später wieder ganz einfach lösen kann. Und das einfache Lösen, das zeige ich euch jetzt nochmal hier an der Seite, denn ich möchte die Hängematte noch ein klein bisschen mehr spannen und mehr in die Richtung bringen. Einmal hier gezogen und der Sicherungsknoten ist offen. Einmal hier gezogen und der Knoten am Baum ist offen. Dann machen wir ihn neu. Um den Baum. Ich komme hier von unten und gehe über Kreuz. Nochmal um den Baum. Diesmal komme ich von oben und ziehe mein Seil doppelt hindurch, dort wo wir gerade über Kreuz gelegt haben. Dieses doppelt gelegte Seil jetzt nochmal in einen Knoten legen, hindurchziehen, aber nicht ganz durchziehen, sondern doppelt lassen. Zeit für einen Liegetest. Für mich müsste meine Survival-Plane natürlich viel länger sein, damit ich eine längere Hängematte hätte. Aber unbequem ist es auf keinen Fall. Und es ist natürlich eine Survival-Improvisation. Dadurch, dass wir die Plane doppelt genommen haben, gibt es aber noch eine zweite nützliche Funktion.
So kann ich mich sogar noch vor starkem Wind und Regen schützen. Und wenn ich so ein bisschen seitlich liege und die Beine anwinkle, dann passe ich hier auch noch viel besser hinein. So, das ist doch schon viel besser und viel gemütlicher, denn so warm ist es hier heute gar nicht. Ah, da noch ein bisschen. So. Ah, wunderbar, und ich merke auch schon, wie es warm wird. Ah, sehr, sehr gemütlich, kann ich nur sagen. Ich werde es mir jetzt hier auch noch ein bisschen länger gemütlich machen. Ich werde hier jetzt ein bisschen liegen, vielleicht ein bisschen schlafen, ein bisschen in die Baumwipfel gucken und die Natur genießen. Und für dich ist ganz wichtig, denk dran, nur vom Zuschauen lernt man das nicht. Am besten rausgehen und selber alles Mögliche ausprobieren. Das ist total wichtig, um vom Greenhorn zu einem richtigen Bushcrafter zu werden. Wenn du dir aus deiner Survival-Plane auch eine Hängematte bauen möchtest, das mal ausprobieren möchtest, dann probier es zum Beispiel auf die Art und Weise, die ich dir gerade gezeigt habe. Auf keinen Fall komm auf die Idee, die Bebänderung rechts und links durch die Metallösen in deiner Survival-Plane zu ziehen und sie daran aufzuhängen. Dann wäre deine Hängematte zwar etwas länger, aber höchstwahrscheinlich wäre deine Survival-Plane schnell zerstört. Diese Metallösen reißen dann nämlich ganz schnell aus. Das solltest du nicht tun. Ja, viel Spaß beim Ausprobieren. Mach's gut. Schau auch auf meinem Gear-Kanal vorbei. Dort stelle ich Wanderern, Trekking-Interessierten, Bushcraftern oder einfach nur Gear-Junkies interessante Produkte für unsere Outdoor-Hobbys vor.